12. August 94. Meine süße Esther. Okay. Die New Eden ist nicht so, wie es sollte. Und das weißt du auch. Mein Herz ist schwer, weil ich um mein Leben fürchte. Alright. Was haben wir hier? Untersuchen. Dieses Geschirr war Zeuge manch eines Dinners mit Charles, das zum Vortrag wurde. Ich vermisse ihn so sehr. Verstehen wir auch, Esther. Das tun wir auch. Wir kommen gleich, wir gehen mal hoch. Ein bisschen aufräumen hättest du schon Charles können ist immer hier. Noch hier und Esther ist völlig verzweifelt. Sie verlor ihn, nun ist er wieder da, als grässliche Gestalt. Das muss unerträglich sein. Der Glaube war immer sein Licht in der Dunkelheit. Sowohl in Bezug auf die Menschen als auch auf Gott. Er war ein guter Mann. Er nimmt bestimmt noch gleich als Geist erleben. Okay, aber jetzt ein ganzes Equipment als Pastor. Ich erinnere mich immer noch gut daran, wie er deinen ersten Verbannerring fertigte. Jetzt siehst du diesen Augenblick in einem viel positiveren Licht als damals. Zu unbedarft für eine echte Heimsuchung, das hast du doch gesagt. Das warst du ja auch. Trotzdem, angestellt hast du dich ganz gut. Was ist denn das hier? Schachfigur. Wertvoller König aus einem Schachspiel, geschützt durch eine Glaskuppel. Das ist merken. Eine der Figuren, mit denen er mir das Spielen beigebracht hat. Die kenne ich. Ein Erinnerungsstück an seine Lieblingsschülerin. Oder zur Erinnerung, dass er mich noch nicht besiegt hat. Aha. Das ist eine Karte. Amerika, ja gut, genau so sieht das Ganze aus. So sieht die Welt aus, Chat. Jahre 1600. Das ist doch relativ genau, guck mal her. Italien, Tamar Germania, Deutschland. Gar nicht mal so schlecht, ne? Pacifico, Terra Australis. Ah, hier sind ganz noch wertvolle Sachen noch. Bevor wir da rangehen. Tod für die Toten von Balthasar Hans Frenhover. Kultes Buch aus Charles' persönlicher Sammlung. Alright. Charles' Notizen. Auf dieser Seite des großen Teichs gibt es niemanden, der weiß, dass ich als Pastor nach New Eden kam, um im Auftrag der Bruderschaft von St. Paulus Stoller die neue Welt zu erforschen. Auf der anderen Seite wissen auch nur wenige davon. Welchen eigenartigen Dinge ich hier schon gestoßen bin. Unzählige alte Geister treiben hier Unwesen. Doch sie sprechen nicht, auch werde ich das Wort nie laut aussprechen. Aber ich vermute, dass es auch Hexen hier gibt. Sollte ich je auf eine treffen, würde ich nur zu gerne mehr über sie erfahren. Ich glaube, wir werden auch richtig geile Gegner und Personen treffen. Was haben wir hier? Theologische Buch aus Charles' persönlicher Sammlung. Famicarius. Von Hannes Nieder. Theologisches Buch aus Charles, Fortalitium Fidei. Alfonso di Spina. Alright, was haben wir denn hier Wichtiges? Gekritzelte Bibelsverse. Hiob, Buch 7, 13, 15. Wenn ich dachte, mein Bett soll mich trösten, mein Lager soll mir mein Jammer erleichtern, so erschrecktest du mich mit Träumen und machtest mir Grauen durch Gesichter. Dass meine Seele sich wünscht, erwürgt zu sein und mein Leib wünscht den Tod. Sie kommt in Träumen zu mir. In den Notizen von Charles kommt Hiob, Kapitel 7, Verse 13 bis 15 vor. Ich suche nach dem Bibelspruch. Red, du hast was fallen lassen. Charles Notizen. Was ist all diesen Träumen gemein? Sind sie die Verheißung eines jüngsten Gerichts oder ein kommender Albtraum? Vision, Vorahnung. Steckt jemand dahinter? Wer ist das wahre Ziel und was hat diese Wut ausgelöst? Wir müssen wissen, wie sie in unsere Köpfe gelangen. Der Schlaf schenkt keine Ruhe mehr und das darf nicht von Dauer sein. Also wir werden im Schlaf heimgesucht. Nur verwirrtes Geschwafel, diese Notizen. Charles machte sich Sorgen um den Fluch, der die Träume der Siedler plagte. Wie bösartig ist dieser Fluch, dass er die Menschen in ihren Betten quält. So, Tipp erhalten. Bei Charles. Okay.
Thank you. Was haben wir hier noch? Toupet? Weißt du noch, wie er die plötzlich trug, um weiser und älter auszusehen? Ach, der wollte doch nur seinen Haarausfall verbergen. Was haben wir hier noch? Schlafzimmer. Oh, woher kommen die Albträume? Oh je. Oh je. Huch. Digga. Wollt ihr wissen, ob ich irgendwie einen Knacks hab? Ja. Ich hab schon wieder F gedrückt statt E. Charles Davenports Brosche. Eine silberne Brosche, die Charles Davenport trug mit der Gravur eines typischen dreigliedrigen Schwerts. Charles hat diese Brosche immer getragen. Seine Sachen sind unangetastet. Nichts wurde bewegt. Weißt du noch, wie sie über Bücher diskutierten, die wir nicht kannten? Als wären wir gar nicht da? Oh, du hast zugehört? Ich hab da immer auf Durchzug geschaltet. Kinderpsalm. Siehe, Kinder sind ein Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Drei Tropfen Lavendelöl im Kamillentee vor dem Schlafen gehen. Wintergrün dreimal täglich zwischen den Handflächen und in den Ohren reiben. Bei anhaltender Unruhe Zitronenmelisse nehmen. Evelyn, Notiz des Arztes. Okay, ist was Besonderes. Hier ist auch noch Schachbrett, by the way. Meine liebste Schwester. Ungesendeter Brief an Esthers Schwester. Charles ist tot. Ich weiß nicht, wo rechts oder links ist oder welchen Tag wir heute haben oder wie lange es her ist, dass mein Charles uns verlassen hat. Meine Welt ist aus den Fugen geraten. Okay. Mir fehlen die Worte, aber ich dachte, dass du, die ihn so sehr geliebt hast, von seinem Ableben erfahren solltest, liebe Esther. Alright. Lass dir mal ab und zu so ein bisschen auch langsam durchscrollen, mit dem man das noch genauer lesen will, kann auch gerne dann auf Pause drücken. Esther konnte nicht an Charles' Beerdigung teilnehmen. Wie schrecklich für sie, die arme Frau. Esther konnte sich nie von Charles verabschieden. Das hätte vielleicht zu seiner Manifestation geführt. Nun wissen wir, warum er vielleicht zurück ist. Wir sollten den Friedhof erforschen, wo er gefunden wurde. Also jetzt will ich mal gucken, Spukermittlung. Jetzt haben wir zwei Sachen für Esther noch gefunden. Ist das komplett? Esther Davenport hat sich nicht richtig von ihrem Mann verabschiedet, leidet nun darunter. Die Trauer um ihren Mann schwächte Esther so sehr, dass sie nicht mal dessen Beerdigung beiwohnen konnte. Okay. Okay, die beiden Tipps also ergeben dann das Hauptding. I see. Und Charles brauchen wir dementsprechend noch eine Sache, um die Intention zu erhalten. Okay. I see. Bevor wir es dann dementsprechend mit Esther reden, gehen wir jetzt mal zum Friedhof. Wir kommen wieder. Was haben wir hier noch? Neue schottische Melodie in G-Dur von Henry Purcell. Purcell? Etwas Leichteres konntest du nicht finden? Zurzeit fehlt mir die Muße zu spielen. Unfassbar, dass du deinen Flügel mit nach Neuengland genommen hast. Das hat mich ein Vermögen gekostet. Aber man kann eine Pianistin nicht von ihren geliebten Tasten trennen. Brief von Eleanor Combs. Ich flieg gerade mal ein bisschen durch. Okay. Ich wusste nicht, dass Eleanor und Charles noch in Kontakt stehen. Die St. Paul-Bruderschaft ist eine Fessel, die bindet. Charles wollte hier in New Eden unbedingt seine Forschung fortsetzen. Wenn wir nur gewusst hätten, was uns bevorsteht. Überall noch Sachen. Digga, so richtig viel. Überall ist irgendwo irgendwas. Der ist von Charles. Esther, du weißt, dass wir dir helfen können, Sachen auszusortieren? Ich weiß nicht, ob ich dafür schon bereit bin. Aber ich werde daran denken. Alright, gehen wir mal raus zum Friedhof. Was werdet ihr für meinen Charles tun? Alles. Wenn er da ist, finden wir ihn. Dann fragen wir ihn, was er von uns will. Muss ich ihn auch sehen? Zuerst müssen wir rausfinden, was passiert ist. Danach werden wir sehen. Dann fangen wir besser an. Die Zeit könnte unsere Feindin sein.
Muss ich mir um dich Sorgen machen? Höchstwahrscheinlich. Aber ich werde meine Arbeit trotzdem machen. Wir sind hier, um Charles zu helfen. Also werden wir das auch tun. Hör dich um, was die Leute sagen. Ich werde zum Friedhof gehen und das Gleiche tun. Sei vorsichtig. Ja, du auch. Alright. So, Karte. Jetzt können wir mit Ö. Digga, was will ich denn mit Ö? Ö wie Ö. Okay. Sind's Paris Laden? Ich suche den Friedhof. Die Möb. Digga, aber auf M geht's halt nicht, ne? Ö. Lass mal irgendwas Neues probieren. Lass mal ein neues Gameplay einfügen. Ö. Kannst auf deine Charakter auch skillen im Skilltree auf Ä. Wenn die Kommunikation hier mit den Menschen aufnehmen willst, müsst du Ü drücken. Hey, da haben wir auch vorne gestanden. Schöner Ausblick, ne? Hände hoch, Wochenende. Okay. Können wir einfach hier rüber jumpen? Ne, können wir nicht. Blockt. So, unten haben wir den Loot. Oh. Warnung, die Docks sind wegen Sabotage durch Feuer geschlossen. Der gesamte Handel nach Boston, Marblehead, Salem und so weiter ist eingestellt, bis der Saboteur gefasst ist. Alright. Wir reden gleich mit dir. Irgendwann hat hier Loot. Und zwar 8 Realen Stück. Hi. Seid gewarnt. Ich brauche nur zu schreien. Und im Nu kommt Hilfe. Beruhigt euch, Herr. Antea Duarte, Pastor Davenports Verbannerin. Oh, oh, natürlich. Es tut mir so leid. Der arme Reverend Davenport. Sein Tod hat uns alle erschüttert. Willkommen in New Eden. Ich fürchte, ihr trefft uns in unserer schlechtesten Verfassung. Wir sind Verbanner. Wir wären nirgendwo lieber als hier. Und ihr seid... Ich, Madam, bin Squire Sincere Paris, fliegender Händler, der an diesem verfluchten Ort gefangen ist und darauf brennt, woanders zu sein. Mit dem Fluch. Weiß er vielleicht irgendwas? Erzählt mir doch bitte von dem Fluch. Ich sag euch mit der Musik ab. Wer dem Fluch zu trotzen wagt, ist wahrhaft mutig und, wie ich fürchte, töricht. Verbannen ist mein Metier, Herr, und um es auszuführen, brauche ich Einzelheiten, wenn's beliebt. Ein Verbanner muss Kettchen tragen. Schmuckstücke meine ich, Talismane. Wenn ihr zu viele davon habt, befreie ich euch gern von eurer Last. Aha. Was ich brauche, sind Informationen. Was ich im Moment brauche, sind Informationen über den Fluch. Was habt ihr gesehen, das mir bei meiner Arbeit helfen könnte? Ich habe Hungersnot gesehen. Wahnsinn. Den Schatten des frühen Todes. Und das Wetter. So viel Wetter. Nun ja, das war alles nicht neu für mich, aber ich habe es noch nie auf einmal gesehen. Hier ist alles überall und alles zur gleichen Zeit. Die Leute bleiben in den Häusern und warten auf Anweisungen. Eigentlich warten sie auf den Tod. Sie alle sind zukünftige Geister. Da fliegt irgendwas im Hintergrund rum. Müssen wir mal drauf achten. Irgend so ein weißes Ding fliegt ein bisschen weiter im Hintergrund hinter seinem Schädel rum. Der schlechte Träume. Die Albträume. Leidet ihr auch unter ihnen? Natürlich tue ich das. Nicht jeder wird es zugeben, aber wir haben alle schlechte Träume. Und wovon träumt ihr? Ich träume, dass mir jemand beim Schlafen zusieht. Und auch tagsüber scheint sie das zu tun. Weder spricht sie, noch bewegt sie sich. Sie scheint mir nichts Böses zu wollen. Sie steht nur da. Und beobachtet mich. Wartet. Sie taxiert mich. Und sie? Erscheint sie zu einer bestimmten Stunde? Wenn sie das tut, dann weiß ich es nicht. Denn in diesem ewigen Grau kann man den Tag ja nicht von der Nacht unterscheiden. So sieht es aus. Wie gewünscht, Einzelheiten über den Fluch. Und nicht einmal etwas dafür berechnen werde ich euch. Ja, du willst ja auch Hilfe, oder? Sag mir deine Waren, by the way. Wollt ihr handeln?
Die meisten meiner Waren sind bereits verpackt. Aber ein Geschäft schlage ich nie aus. Was kann man denn kaufen? Leder, Teilen des Tierbells, Fell, Leinen und Wolle. Okay. Im 28 Cash House. Händler neutral. Kann ich jetzt... Okay, das ist unser Inventar. I see. Was ich für was brauchen? Oh. Ach, rechtsklicks. Einfach beenden. Okay. Wir werden dich schon wieder treffen. Ich wünsche einen guten Tag, Squire Paris. Und danke für eure Zeit. Es war mir ein Vergnügen, Herrin Duarte. Seid bitte vorsichtig. Kein Problem. Mach mal. Okay, da vorne ist Loot. Da hinten ist, wie gesagt, irgendwas Weißes. Da fliegt's wieder. Werden wir gleich entdecken. Huch, was haben wir für einen Sidewalk gemacht? Leder. Und 8 Duatenstücke. Big Loot. Lila Hyazinthe, 8 Realenstücke. Ne, Duaten Realen. Hier, Friedhof. Untersuche den Friedhof. Ist das Charles Geist? What is this? Ein Irrlicht. So dicht bei der Stadt? Ein Irrlicht. Boah, Digga, was wie kalt es hier sein muss. Holy. Huch, Musik hat einfach aufgehört. Friedhof geschlossen auf Anordnung des Gouverneurs. Ja, guck mal, wie er geschlossen ist. Finde den Ort, an dem Charles starb. Wahrscheinlich ist das Irrlicht irgendwie Wo deutend. Führst du mich hin? Ja. Au. Hä? Ihr schon wieder? Erstmal gerade kein Damage machen. Drücke F, um einen Su zu verwenden. Ach so, ja gut. Ja, ich habe ja keine Tränke mehr. Warum nur? Die meisten hier sind im Kampf gefallen. Jemand wollte sie nicht hier haben. Was haben wir hier? Dolden Winterlieb. Können wir die ganzen Grabsteine denn untersuchen? Nee. Nur den einen. Ach so, ja. Oh, Pilz können wir auch benehmen. Ein Zunderpilz. Was war das? Ihre Hand leuchtet. Was in der Nähe? Sieht aus wie Pyrit da oben. Ja. Pyrit. Achso, hier muss ich wahrscheinlich rüberspringen. Okay, es gibt verschiedene Wege. Warte mal, wir gehen mal unten lang. Hallo Mike. Geistersicht. Als Verbanner kannst du Orte oder Objekte spüren, die von Geistern markiert wurden. Wenn du dich in der Nähe dieser Orte oder Objekte befindest, leuchten deine Bannringe mit einer orangefarbenen Aura. Sieh dich dort um die Quelle zu finden. Die Bannringe. Ich habe hier mehr Gräber gesehen als Siedler. Ja, ich habe die Info jetzt gelesen. Kannst du wegmachen. Viele Tote in den letzten Jahren. Ja, Fluch kickt. Das ist ein Pilz. Wir sammeln natürlich alles Mögliche ein. Zunderpilz. Ist hier noch was? Ah ja. Charles. Gibt es mehrere Wege. Warte mal, bevor wir jetzt da rangehen. Ist versteckt oder so? Küstenkerzen. Kann man denn... Nee, kann man nicht.
Wir gehen gleich zum Grab. Oh, es gibt Loot. Leder. Alright. Wir kommen wahrscheinlich nicht hoch, ne? Nee. Alright, gehen wir mal zum Grab. Ist aber nicht der Ort, an dem Charles starb, ist nur so ein Plätzchen, wo er beerdigt wird, I guess. Warum hast du nicht auf uns gewartet, alter Freund? Ich mache es wieder gut. Versprochen. Hallo, Buddy. Okay. Das hat irgendwas spektral mal zeigt jetzt an, was für Charles abging. Hier ist es ihr Licht. Tschüss, ihr Licht. Sit hier. Eine Erinnerung klingt hier nach. Vielleicht kann ich sie sichtbar machen. Ritual durchführen. Wähle ein Ritual. Oh. Verbanner können Rituale durchführen. Die Beschaffenheit des Ortes bestimmt, welches Ritual durchgeführt werden sollte. Die Durchführung eines Rituals verbraucht Ressourcen. Selbst wenn du ein falsches Ritual wählst. Um die Erinnerung sichtbar zu machen, musst du ein Ritual des Horschens durchführen. Haken. Ein Echo enthüllen. Dieses Ritual hilft, sich auf eine verblassende, aber hartnäckige Erinnerung einzustimmen, die von einem verweilenden Geist hinterlassen wurde, und zwar durch Worte des Zwangs oder eine Schützerei bzw. eine Zeichnung des Sternbilds Löwe. Erzwungene Manifestierung. Einen Geist oder einen Schemen zum Erscheinen zwingen. Generell muss die Kette genutzt werden und oder Kenntnis darüber bestehen. Denn Geist an das Lebendreich bindet. Ein solches Ritual kann durch zwingende Worte eine Schützerei... Okay, okay. Stier. Jemand Geisel beschwören. Eine Geisel zum Erscheinen zwingen. Unterstützt durch zwingende Worte eine Schnitzerei. Okay, wo? Adler. Zwingt dieses Ritual alle Arten von Geißeln, Vogelscheuchen, Furien, Klagegeister und so weiter zur Offenbarung. Wow. Waren drei Pyrit? Was wählen wir denn jetzt? Ein Echo enthüllen. Wenn ich Pyrit mit den gefundenen Pflanzen mische, sollte es klappen. Hinter jeder Spur steckt eine Geschichte. Ist das Falsche gewählt? Wow. Horsche nach Echos. Im Namen des Herrn befehle ich euch, verschwindet von diesem Ort! Ihr habt mir nichts zu befehlen. Muss die Frauen weiß. Wer seid ihr, Geist? Zeigt euch! Gut, wenn ihr so höflich fragt. Wer seid ihr? Ich bin alles, vor dem ihr euch je gefürchtet habt. Hinfort mit euch! Ihr habt keine Hülle, keine Ketten, keinen Daseinszweck. Nein, aber ihr auch nicht. Ah! Die Frauen weiß hat Charles getötet. Ist das eine Hexe? Oh shit. Der letzte Atemzug. Verdammt. Dieses Ding, dem er gegenübertrat. Was war das? Tipp für Charles. Im Angesicht des schrecklichen Wesens, das nur ihn bedroht, versagte Charles Davenports Herz. Ja, aber weil er ein Schwert, ein Dolch in den Rücken bekommen hat, versagt sein Herz. Wow. Das Spiel ist bisher mega. Sehr, sehr geil. Synchro-Mega, die ganzen Sachen, ganze Story und so, ist richtig cool gemacht bisher. Ist ein Buch. Charles Bibel. Charles Bibel, die halb vergraben im Schlamm des Friedhofs gefunden wurde. Sie wird bei Hiob, Kapitel 7, Vers 13, 15 aufgeschlagen. Das haben wir schon gehabt, okay. Diese Kette wird mit der Essenz von Charles' Geist übergossen. Nach einem von Antea durchgeführten Abschluss wird das Band zwischen dem Geist und der Welt endgültig durchtrennt.
Kette, die seinen Geist bindet. Damit kann ich ihn erscheinen lassen. Gut, zurück zu seinem Grab. Gleich. Hier gibt's doch Pyrit. Oh, noch mehr Pyrit. Und Pilz. Huch. Und Bosse. Feind. Bosse, sag ich. Ey, der macht sich uns. Oh, wow. Was bist du denn? Alright. Noch mehr Pyrit? Aber Pyrit, nice. Was weiß ich, wie oft wir diese Rituale durchführen müssen. Komm ich einfach nur runter? Ja. Oder waren wir ja vorhin schon? Okay. Dann haben wir noch eine Position. Warte mal. Hier links müssen wir noch lang gehen. Der Weg. Moment, wir sind den Weg lang, aber den hier noch nicht. Ist hier oben. Alles abhaken. Wer liegt hier? Alle, die hier liegen, starben 1677. Tobte damals eine Epidemie? Wollen wir noch herausfinden? Nicht zu lesen. Ist so ein Riesentor. Kann wahrscheinlich nicht auf, ne? Nee. Und hier geht's wieder. Okay, über den Küstenweg, alright. Also, wir gehen zu Charles Grab und holen seinen Geist herbei. Oh, yes. Ritual durchführen, jetzt. Eine erzwungene Manifestierung. Feucht vom Schnee und mit Schlamm bedeckt. Eine Geißel beschwören. Eine Geißel zum Erscheinen zwingen. Einen Geist oder ein Schemen zum Erscheinen. Ein Geist. Do this. Charles Davenport. Es wäre nun eine gute Zeit für ein Gespräch. Red und ich, wir sind schon zu weit gekommen, um dich nicht noch ein letztes Mal zu sehen. Deine Schülerin ist zur Meisterin geworden. Wenn wir kämpfen, werde ich dich besiegen. Komm schon, Charles. Komm zu mir. Ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass du da bist. Du kennst mich, Geist. Ich möchte nur reden. Esther macht sich Sorgen. Antea. Hier seid ihr endlich. Oh, arme Esther. Es tut mir so leid, gute Freundin. So leid für uns alle. Was ist passiert? Was geht hier vor? Unglücklicherweise, gute Freundin, habe ich einen Fehler gemacht, der mich das Leben kostete. Ist Red bei euch? Ihr dürft keine Zeit verlieren. Was habt ihr über den Fluch erfahren? Warum nicht auf unsere Hilfe warten? Kennt ihr die Ursprünge dieses Fluchs? Kennt ihr den Ursprung des Fluchs? Ich weiß nicht, was ihn ausgelöst hat. Und auch nicht, wann dies geschah. Sicherlich vor vielen Monaten. Aber eines weiß ich. Dieser Albtraum hat New Eden aus einem bestimmten Grund gewählt. Also, ein Geist. Aber dieser ist anders. Unerbittlich. Sehr schlau. Um ein Vielfaches grausamer als Schemen. Und genauso erbarmungslos. Warum nicht auf unsere Hilfe warten? Ich glaube, das. Der wollte gar nicht direkt in Kontakt mit der treten, oder? Warum habt ihr nicht auf unsere Hilfe gewartet? Die Bedrohung nahm zu. Die Verzweiflung wuchs. Es gab so viele Tote, Antea. So viel krankes Fleisch.
So viele gequälte Seelen. Es blieb keine Zeit mehr. Was habt ihr über den Fluch erfahren? Bevor ihr gestorben seid, habt ihr den Fluch untersucht. Was habt ihr erfahren? Dass unser Feind trügerisch und gnadenlos ist. Dass wir seine Macht nicht unterschätzen sollten. Wir? Ich bin tot, liebste Antea. Aber ich bin immer noch ein Verbanner. Ich kann euch immer noch lehren. Falls ich es euch erlaube, was ich nicht tue. Antea, wiederholt nicht meine Fehler. Wenn New Eden von einem Albtraum heimgesucht wird, braucht ihr jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Seine Präsenz war am stärksten im Haupthaus. Vielleicht zwang ihn dort das Licht Gottes, sich zu wehren. Ich ließ das Gebäude schließen. Der schlimmste Teil des Bösen ist eingedämmt, aber es wird nicht lange dort eingeschlossen bleiben. Wir werden diesen Geist verbannen. Sind Albträume nicht ein Mythos? Ja, anscheinend ja nicht. Wie hat dieser Albtraum euch getötet? Ich dachte, ich könnte ihn auf dem Friedhof dazu bringen, sich zu manifestieren. Anfangs funktionierte es ja. Jetzt denke ich jedoch, dass er aus freien Stücken kam. Er schien amüsiert. Als wolle er spielerisch meine Entschlossenheit prüfen. Wie sah er aus? Haben wir ja oben gesehen, die weiße Dame. Wie hat er ausgesehen? Ich weiß nicht. Als er sich manifestierte, erschien er als Esther. Was? Meine liebe Esther. Sein wahres Gesicht sah ich nicht. Aber ich hörte eine Frauenstimme. Nicht Esther. Jemand anderes. Sie lachte. Ich spürte ihren Blick. Mein Herz erstarrte. Ich starb. Dieser Geist ist pure Rache. Der Geist von jemandem, dem furchtbares Unrecht widerfuhr. Ich habe eure Warnung vernommen. Ihr könnt gehen. Nein, ich muss bleiben. Esther braucht meinen Schutz. Und auch meine Schäflein brauchen mich. Ihr wisst, wie es läuft. Und dass ich das nicht zulasse. Ich bin immer noch ich selbst, Antea. Ich werde stärker werden. Ich kann euch helfen. Euer Hunger wächst, je länger ihr Esther heimsucht. Das wisst ihr. In diesem Fall nicht. Ich bin Reverend Charles Davenport, euer Freund und Mentor. Ihr kennt mich. Ihr wisst, ich bin ein guter Mensch. Ich kannte euch. Ihr wart ein guter Mensch. Jetzt seid ihr ein Geist, und das werde ich nicht dulden. Und ich schwöre, der Albtraum wird ein Ende haben. Und Red und ich werden es herbeiführen. Charles Davenport war ein guter Mann und ein ausgezeichneter Mentor. Und ihr eine gute Schülerin, obwohl ihr sehr streng mit euch selbst wart. Das konnte ich euch nie austreiben. Hat das Leben euch seitdem besänftigt? Das Leben hat mich gestählt. Der Tod und wie er euch ereilte, machten euch zu etwas, wogegen ihr euch einst aufgelehnt habt. Lebt wohl, Charles. Friede eurer Seele, Gedenken sei euch. Antea, warte! Warten? Worauf? Wir sind Verbanner. Tod den Toten. Lass Esther selbst entscheiden. Oh Herr, bitte verlang das nicht von mir. Esther, meine gute, allerliebste Frau. Ich vermisse dich so sehr. Oh lieber Gott, Charles, warum bist du hier? Warum bist du zurückgekommen? Du musst gehen. Bitte. Ich muss bleiben und dich beschützen. Das Wesen im Haupthaus labt sich an unserer Qual. Ich hätte es besser wissen müssen. Aber nun weiß ich es. Und wenn sie nichts mit ihm zu tun haben. Gib Charlie den Aufstieg, den er verdient. Was heißt Aufstieg? Charles Davenport, ihr habt keinen Grund zu bleiben. Geht, lasst Esther in Frieden trauern. Also, ich verbann die nicht. Meine Freunde,
und rettet euch selbst. Rettet sie alle. Aha. Wir haben also die Wahl. Ich werde es tun. Die Frauen können plaudern. Dann gehe ich ins Schulhaus und mach das Bett. Charles hat nun seinen Frieden. Anthea gab ihm die Zuwendung, die er brauchte. War grafisch echt gut, ey. Mein lieber Scholli. Wow, sehr nice. Also wir haben Begleiter Ace daheim. Natürlich. Wir hatten jetzt die Wahl, oder Anthea hatte die Wahl, Charles zu verbannen. Was soll man das heißt, wohin dann hin verbannt wird? In die Hölle? Oder aufsteigen zu lassen in den Himmel? Ihm Frieden zu geben? Und sie wollte ihn erst nicht Frieden geben, weil er halt schon tot ist? Tod den Toten. Und Leben den Lebenden. Ich konnte nichts entscheiden, nee. Das automatisch gemacht. Aber ich glaube, das ist das, was es schon als Info gibt, dass man später aus Entscheidungen treffen kann. Ob man sich zu den, ich weiß nicht, ob es genauso sein wird, aber zu den Lebenden entscheidet oder zu den Toten. Und dementsprechend auch Entscheidungen treffen kann. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie an Bossen vielleicht am Ende entscheiden können, ob wir einen Boss verbannen werden oder aufsteigen lassen, warum auch immer, weshalb, keine Ahnung. Und das dementsprechend Konsequenzen hat oder so. Aber wie gesagt, Synchro und Grafik und so, das Setting gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Also, wirklich sehr, sehr, sehr gut überrascht, ey. So, bevor wir jetzt aber dann die Esther heim begleiten, muss ich eine Pipi-Pause machen. Ne? Für YouTube geht es gleich weitergehen nach einem kleinen Cut. Ne? Für Twitch gibt es ganz kurz eine Pipi-Pause. Bis gleich. So, lassen wir wieder zurück und begleiten die Esther natürlich mal heim, meine Liebe. Was glaubt ihr, wo er jetzt ist? Im Himmel. Er ist... Ich weiß es nicht. Ich vermisse die Wärme seiner Hände. Sein ruhiges Wesen im Haus. Wenn ich meine Augen schließe, steht er vor mir. Er ist an einem Ort, wo die Sonnenstrahlen den Schnee vertreiben. Dort ist es warm und es gibt frische Milch. Die Laken sind gewaschen, gebügelt und gefaltet. Halt das Tor auf. Nichts kann je Unruhe stiften. Du hast recht. Er hat seinen Frieden und du hast es verdient, dich auszuruhen. Wenn NPCs so langsam laufen, ich hasse es, ja, so, Vorhin konnten wir auch ein bisschen gediegener laufen, jetzt irgendwie nicht. Sieht aber wirklich cool aus, ey. Bin noch sehr erstaunt. Alright, ist ready? Aber komm... hier zurück zu dem Haus. I see. Ah, jetzt geht's auf einmal, guck mal. Kann ich langsam laufen. Es tut mir leid. Ich werde ihn vermissen. So sehr. Morgen werden wir den Fluch weiter untersuchen. Huch. Gute Nacht, Esther. Erstmal weg, stimmt. Wir brauchen euch. Du hältst mein Schwert. Ihr solltet etwas schlafen. Ihr werdet es brauchen. Okay. Wir schlafen aber dann, wie gesagt, in der Schule, right? Guck mal, wo Red ist. Okay, diese Richtung. Ich muss ja Ö drücken für die Karte. Okay, Straße geradeaus. Jeff Red im Schulhaus. Verschlossen noch. Aber kann man anscheinend rein? Hey. Guten Tag, Madam. Ich bin Anthea Duarte. Darf ich wissen, wer ihr seid? Sorry. Duarte. Duarte, ihr seid mit dem Verbanner gekommen, nicht wahr? Wir sind der Verbanner. Ich bin die Verbannerin. Ihr seid also das Gesicht der Hoffnung, was? Ihr werdet also von meinem Zehnten bezahlt. Lasst euch mal anschauen. Aha, nun, ich hoffe, ich liege falsch. Bathsheba Ingersoll,
Ja, so heiße ich, soweit ich weiß. Frag mal wegen den Träumen, ob sie die auch hat wahrscheinlich, aber wegen dem Fluch? Das mag seltsam klingen. Aber darf ich fragen, ob der Fluch euch schlechte Träume beschert hat? Sobald ich die Augen schließe. Ich bin im Laden. Münzen fallen von der Decke, zuerst nur wenige. Wenn sie auf den Boden fallen... Der Regen ist auch so cool auf der Kleidung. Wie verfaulte Zähne oder Fingerknochen. Erst wenige, die zu einer Flut werden, die den Laden überschwemmt. Ich will fliehen, aber der Pegel steigt zu schnell. Ich ertrinke in den Knochensplittern. So, seid ihr froh, dass ihr gefragt habt? Ja, wir wollen es doch wissen. Dafür sind wir doch da, Bathsheba. Was könnt ihr mir über den Fluch sagen? Hat Haskell es nicht erklärt? Wir erstarren und gleichzeitig verrotten wir. Pastor Davenport sagte, er habe den besten Verbanner herbeigerufen, den es gibt. Könnt ihr den Fluch aufheben? Ich weiß, dass die meisten Flüche in Wirklichkeit Heimsuchungen sind. Und Geister sind zwar heimtückisch, aber nicht unbesiegbar. Nun ja, ich würde gern sagen, dass das ein Trost ist. Aber da würde ich wohl lügen. Mhm. Erzählt mir von eurem Laden. Warum? Wollt ihr Geschirr kaufen? Oder Porzellan? Ein Was ist denn so aggressiv? Das ist so ziemlich alles, was übrig ist. Schlimm, aber die Nachfrage nach den schönen Dingen des Lebens ist erloschen und Grundnahrungsmittel führen wir keine. Ich hätte abhauen sollen, als es noch ging. Ich bin wohl trotz allem eine Optimistin. Und das macht mich auch zu einer Närrin. Mhm. Ich frage mir da immer alles durch, nur so prägnante Sachen und so. Stellt sich auch die Frage. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Madam. Dann seid ihr also auch optimistisch. Ganz schön dumm von uns. Hm. Ob wir jetzt gleich, wenn wir schlafen gehen werden, auch einen Albtraum kriegen werden. Das ist Schulhaus, I see. Hey, dich kann man schon. Nee, kann man nicht. Guten Tag, Herr. Ihr seid eine von Haskells Verbannern, nehme ich an. Antea Duarte. Und auf Red McGrace trefft ihr hier möglicherweise auch noch. Hugh Batchelor. Der Gouverneur ließ mich das Schulhaus für euch herrichten. Es ist nicht mehr in Gebrauch. Wäre das alles? Habt ihr schlechte Träume, Mr. Batchelor? Davon wollt ihr nichts hören. Oh doch. In meinem Schlaf schänden singende Dämonen unser kostbares Haupthaus und brennen es nieder. Zwei arme Seelen sind darin gefangen. Ein Mann und eine Frau, die Versprechen und Flüche in fremden Sprachen schreien. Ich schrecke auf und eile zum Fenster. Erleichtert stelle ich dann fest, dass das Haupthaus noch steht. Mhm. Was könnt ihr mir über den Fluch sagen? New Eden wird von Gott geprüft. Bessere Tage liegen vor uns, wenn seine Diener demütig und treu bleiben. Ich bin hier, um zu helfen. Seid brav und demütig und erzählt mir von dem Fluch. Ich werde meine Zeit nicht verschwenden. Wir, Madam, haben um Erlösung gebetet. Und das seid ihr nicht. Aha, warum sind die denn so aggressiv gegen die Verbanner? Wo sind die Kinder? Einige starben an Fieber. Wir sahen das Unheil kommen. Wir dachten, wir müssten sie alle begraben. Wir haben die Kinder in Sicherheit gebracht. Wir haben sie weggeschickt. Das war bestimmt nicht einfach. Weder damals noch heute. Nein. Nein, das ist es nicht. Lebt wohl, Mr. Batchelor. Alles so viel, by the way. Ich werde euch kein Glück wünschen. Ich wünsche euch Erlösung. Okay, Batchelor. Schulgebäude von Eden. Hey, Sackleder? Sackleder. Und? Techniken der Verbanner. Oh je. Bei der Auswahl von Mineralien und Pflanzen helfen uns unsere Kenntnisse im Alchemie und Botanik. Also. Sodass wir deren Eigenschaften bei unserer Arbeit nutzen können. Okay. Oh Gott.
Die ganze Materialien sammeln, später aus die ganzen Rituale zu machen. Ist sie. Hey, Red. Das haben sie versperrt, I see. Ausruhen. Wir haben das Richtige getan. Charles war unser Freund. Ich liebe dich, Red McGrath. Aber? Aber wenn es um Geister geht, lässt dich dein Herz überstürzt handeln. Das ist gefährlich. Wolltest du wirklich gerade Charles verbannen? Das war nicht Charles und Charles hätte dasselbe getan. Ich glaube schon, dass sie weiß, was sie tut oder was sie von ihm ja gelernt hat. Ich meine, sie ist seine beste Schülerin. Charles hätte dasselbe für deinen Geist getan. Oder meinen. Hoffentlich hätte er zumindest kurz innegehalten. Charles war ein guter Mann. Voller Liebe. Seinen Geist zu verbannen wäre sicher nicht leicht geworden. Aber es wäre das Richtige gewesen. Geister bringen nichts als Light Red. Vergiss das niemals. Sie rauben den Lebenden ihre Essenz. Ja. Mhm. Aber sie tun es nicht immer aus Bösartigkeit. Das musst selbst du zugeben. Die Verbanner sorgen für einen Abschluss. Die Toten haben nichts mit den Leben zu tun. Okay, das heißt, wir haben ihm Freiheit gegeben und er wandert dementsprechend auch irgendwie in dieser Welt rum und hat die Möglichkeit rumzuwandern. Okay, wenn wir so verbannen sind, sind gar nicht mehr in unserer lebenden Welt überhaupt verfügbar. I see. Wir sind Verbanner. Wir erlösen die Lebenden von den Geistern, die sie plagen, indem wir diese verbannen. Auch ein Geist kann Qualen leiden. Der Aufstieg ist ein milderes Ende, eine Erlösung. Aber es ist das gefährlichere Vorgehen. Eine Verbannung ist sicherer. Würdest du mich auch verbannen, wenn ich zurückkehren würde? Du entkommst mir nicht so einfach. Dich würde ich von den Toten zurückholen. Das ist nicht witzig. Ich würde dich mit frischer Essenz vollstopfen. Ich würde dir so viel geben, dass du vom Leben aufgebläht zurückkehren würdest. Lebenden die Essenz rauben, um einen Geist damit zu füttern, würdest du nie. Dann würde ich dich wieder töten. Aber wir würden alles für dich tun. Du bist ein flegelhafter Strubbelkopf, Red McGrath. Und ich werde dich niemals gehen lassen. Nur über meine Leiche, mein Lieber. Und ich dachte, ich wäre der Weichherzige. Bist du auch. Denkst du, Charles hatte recht? Dass das Ding im Haupthaus ein, wie hat er es noch gleich genannt, Albtraum war? Das hoffe ich wirklich nicht. Selbst unter Verbannern gelten solche Wesen als Legenden. Also ist es ein Albtraum, alles klar. Wir sehen morgen weiter. Jetzt wird geschlafen. Es war ein furchtbarer Tag. Rücken an Rücken. Armer Charles. Arme Esther. Arme Esther. Kriegen wir einen Albtraum?